Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist die aus dem Krypto-Café. Heute mal wieder draußen, ja, weil es nicht regnet gerade. Und ich habe auch heute, vorhin tatsächlich ein Video gesehen von einem deutschen Kollegen, ja, der tatsächlich an der Stelle, ich glaube, 30, 40 Mal größer ist als mein Kanal. Also das ist noch nicht mal der Punkt. Ja. Der Punkt ist einfach das, was ich hier mache, ja, auf YouTube. Und das ist auch der Grund, warum ich zwar nie sage, hier, gib mir ein Like oder was weiß ich. Ja. Also diese ganze Krypto-Sachen, das macht mir halt persönlich Spaß. Ja. Und das, ich will eben diesen Spaß mit euch teilen. Und ich will auch niemanden zu irgendwas beeinflussen oder verleiten oder sonst was. Ja. Weil ich denke, das ist einfach nur eine Reise, die jeder für sich bestimmen und machen sollte. Und vor allem mein Ziel, und das ist die oberste Priorität, ja, für mich persönlich, ist eben für jeden anderen, der da rein will, ja, das Ganze so verständlich und so klar wie möglich zu machen, wo die Gefahren sind, ja, nämlich, dass man sehr viel Geld dabei verlieren kann, ja, und ich würde zum Beispiel niemals irgendjemand empfehlen, ja, und das habe ich schon so oft, sehr oft in meinen Sendungen gesagt, ich würde niemals jemanden empfehlen, der mir etwas bedeutet, ja, und das zu zählen halt auch die Zuschauer meines Kanals, irgendwie mit Trading irgendwas, vor allem Hebel Trading, ja, irgendwie anzufangen. Und das ist eben der Punkt. Ich versuche eben, wie man sagt, ist es möglich neutral und in Richtung gut zu sein, ja, also wenig Schaden wie möglich anzurichten, ja, bei allen. Nur an dieser Stelle, ja, das Thema, worum es eben geht, ja, ist eben dieses FTX gegen Binance. Ne? Ich ergreife hier keine Partei, weder für FTX noch für Binance. Ja? Und das, ne, wenn ihr meine News geschaut habt, dann werdet ihr wahrscheinlich das auch erkannt haben. Und der Punkt ist, ich weiß, dass beide eben ein notwendiges Übel sind. Ja? Die tun nichts Gutes für den gesamten Crypto-Space, aber die sind ein notwendiges Übel, was man eben hinnehmen muss. Ja? Und beide sind eben Optionen, und das ist auch meine Hoffnung, dass tatsächlich keines von beiden irgendwie umkippt oder so. Ja? Weil das wird ganz schlecht zu einem Zeitpunkt, wo gerade die Regulation erstellt werden. Ja? Und, aber beide sind eben, ne, Optionen, die man einfach hinnehmen muss, wenn man heutzutage ins Krypto reingeht. Heißt nicht, dass die gut sind, ja, denn ich weiß selbst, dass beides, also ich meine, wenn man länger genug im Space ist, ja, dass beide einfach die Nutzer abziehen, ja, an allen möglichen Stellen, wo es nur geht, ja, ob das Trading ist, ob das Hebel ist, ob das Margin, wie, was auch immer, ja, an jedem möglichen Stellen. Und ne, die verdienen ja auch nicht umsonst ihr Geld und sind nicht dorthin angekommen, wo die heute sind bei den Milliardenbewertungen, weil die gemeinnützig sind, ja, oder ne, altruistisch sind. Und wenn dann aber an dieser Stelle jemand, ne, mit so einer großen Reichweite, ja, ne, mit einem Video, der ein paar Stunden alt ist und fünfstelligen Aufrufzahl hat, ja, sich dahinstellt, als wäre er oder sie der Helfer aller Menschen, ja, der Aufklärer, und ne, dann praktisch sagt, hey, Binance ist das Übelste, was es auf der Welt gibt, ja, und dann, ne, das FTX ist das Beste, was man haben kann, ja, dann sollte man sich an der Stelle immer hinterfragen, warum sagt ein Mensch so etwas, ja, und da muss man auch nicht viel weiter nachforschen, das reicht, wenn man, ne, sich ein oder zwei andere Videos da an der Stelle anguckt, und warum das so ist, ist, weil einfach dieser Sender, ne, entsprechenden Affiliate oder Sponsor Verträge mit diesen Plattformen haben. Ja, das heißt, derjenige, ja, der diesen Kanal macht, profitiert davon, dass ihr auf diesen ne, FTX an der Stelle anstatt Binance geht. Ja, und das ist auch völlig legitim. Nur ohne das Vorhab zu sagen, hey, ja, ich bin in Kooperation mit FTX, ich verdiene daran, dass ihr zu FTX geht und dort euer Geld verliert. Ja, denn die meisten Leute, das sind 99% aller Menschen, die auf solchen Plattformen gehen und dort Trading betreiben. Ich gehe nicht vom einzigen Trade aus, ja, sondern langfristig. Ne, die Statistiken, die belegen mehr als genug, und das kann euch auch jeder Professioneller, der in dem Bereich Trading arbeitet, wirklich, ja, und davon gibt es auch nicht viele, die wirklich viel Geld verdienen. Die können euch alle sagen, ja, dass Trading ein Verlustgeschäft ist für die meisten. Ne? Und wenn man als, sag ich mal, 0815 Benutzer oder Hobby-User auf solche Plattformen geht und Trading geht, dann würde ich meinen Leuten, meinen Menschen, die mir etwas bedeuten, sagen, hey, nimm 50 Euro, ja, spiel damit, das ist ein Casino. Ja, geht erst gar nicht davon aus, dass ihr dort Geld verdienen könnt. Ja, vor allem diesen Traum, ne, mit Hebel Trading und ich setze mich in den Ruhestand. Ja, das ist einfach, ne, noch weiter weg
als Märchen. Ja. Und also ne, zurück zum Anfang. Also wenn große Kanäle ne, eine bestimmte Stellung beziehen, ja, dann muss man immer ganz vorsichtig sein, was da im Hintergrund läuft. Und jetzt, ne, das ist natürlich auf der obersten, sag ich mal, Stufe, ja, sehr abstrakt gesagt. Da muss man sehr vorsichtig sein. Und das ist auch der Grund, warum kein einziges Video, ja, in meiner ganzen Geschichte jemals einzigen Referral-Link oder so dabei ist. Ja, das Schlimmste, was ich ne, an der Stelle, das Schlimmste in Anführungsstrich, was ich meinen Zuschauern antun kann, sind halt die Werbung. Ja, weil ne, irgendwoher muss ich das Ganze für mich auch ein bisschen, sag ich mal, rentieren. Und das ist das Werbung, ja, würde ich noch an der Stelle als dann maximal okay ansehen. Und das zweite Punkt ist, wenn ihr aber auch solchen Sendungen, ja, die sehr biased sind, wirklich exakt auseinander nimmt, ja, findet ihr auch dort extrem viele Schlupflöcher. Ja, das heißt, ne, Sachen, die nicht wirklich passen. Zum Beispiel nur ein einziges, ja, ein Fakt, ne, zum Beispiel, was in diesen Sendungen erwähnt worden ist, ist zum Beispiel gesagt, ja, Binance, ne, ist einfach das Übel, ja, und dass die hier, zum Beispiel auch CC sagt, ne, wir wollen die Bevölkerung schützen, die Kleinanleger schützen und somit den Markt wenig beeinflussen, ne, und das dumpen, ne, das lassen wir ganz außen vor, ob das richtig oder falsche Aussage ist, ne, oder ob das gut oder schlecht gemeint ist. Ja, aber ich gehe von keinem einzigen großen Unternehmer, CEO von irgendwelchen großen Exchange davon aus, dass es gut Menschen sind. Ja. Definitiv nicht. So, aber das zu sagen, okay, das ist schlecht, aber der Sam Bankman-Fried und FTX, das ist gut, ne, das passt nicht. Warum? Ne, das ist diese Kausalität, die kann man nicht so herstellen. Denn wenn es wirklich so ist, ja, dass, ne, dass sag ich mal, der CZ den Menschen was Schlechtes antun wollte, ja, und die FTX und mit seinen Chefin Caroline an der Stelle oder SBF, wer auch immer, ne, den Leuten schützen wollten, ja, was hätten die denn tun können? Die hätten, ne, nicht nur auf Twitter, weil wie viele Menschen lesen wirklich Twitter? Das sind vielleicht ein paar tausend Deutsche, ja, und weltweit vielleicht weniger als 1% alle, ne, und ne, statt da zu sagen, hey, ne, gib mir alles, wir kaufen euch alles ab zu $22, hätten die auch einfach über alle großen Exchanges, Binance, FTX, sonst was, ne, einen großen 100 Millionen Order hinstellen können und einfach alles auffangen können. Ja? Da hätten die doch theoretisch an der Stelle jeglichen Zweifel an der Liquidität und sonst was beseitigen können. Ne? Der erste Punkt. Der zweite Punkt auch, wo die sagen, hey, wir haben 10 Milliarden auf der Seite, ja, wir sind komplett delta-neutral, wir haben kein Risiko und so. Ja, aber warum gibt es dann nur so einen uralten ne, Balance-Sheet von was diese große Krypto-Portal da veröffentlicht hat, die hätten da einfach an der Stelle einen aktuellen Schied. Das ist doch der größte Vorteil von Krypto, weil alles on-chain transparent ist. Ja? Aber natürlich muss man die Adressen wissen. Ja? Das heißt, da auch an der Stelle zu sagen, hey, okay, wir müssen erst die Sachen zusammensuchen, ja? Wir werden da entsprechende Berichte posten und sowas. Na, ihr wisst ja, Krypto, das kann man nicht einfach irgendwie wie Bargeld rausnehmen, dann ist es aus dem System verschwunden. Ja? Die liegen irgendwo in irgendwelchen Wallets, ja? Und die Exchanges haben ja selbst alle Adressen von ihren eigenen Wallets. Ja? Und, aber das ist ja genau das, was sie nicht wollen. Ja? Weder Binance noch FTX noch irgendwie KuCoin oder wie die alle heißen. Ja? Die wollen ja gerade nicht, dass man alles weiß, was die haben. Ja? Und das ist ja deren Aufgabe und gerade deren Geschäft. Ja? Weil wenn man alle Wallets wüssten, ne, von dem, was die haben und sonst was, ja, dann könnte man alles tracken. Ne? Das ist ja gerade das eine, was die Spezialisten da an der Stelle machen. Die das können. Und ja, so viel dazu. Das heißt, niemand, wirklich niemand, keine einzigen zentralisierten Entität in der Crypto-Space spielt da sauber. Ja, und vor allem niemand ist dort altruistisch und schon gar nicht irgendwelchen großen YouTuber. Ja, das heißt, auf mich solltet ihr euch niemals vollständig verlassen. Das Beste ist immer, selbst alles zu verifizieren und zu hinterfragen, ob derjenigen und diejenigen einen gewissen Hintergedanken dabei haben könnte. Ja, was nicht zu eurem Besten ist. Ja, und das wollte ich euch heute mitgeben. Das hat mich ziemlich gewurmt, ja, dieses Video das zu sehen, wo ne, sozusagen Binance CC, das sind die Schlimmsten, was es gibt. FTX, SBF, das sind die herrlichen Figuren der Krypto. Vor allem guckt euch mal dieses Interview von ihm mit dem Eric an. Das ist auf dem Kanal von Bankless gewesen. Ja, ist auf Englisch ziemlich lang, aber worum es da geht, ist halt auch das, was der FBF, ne, wofür der eben vor 2 Wochen diesen großen Kritik bekommen hat von der ganzen Krypto-Community, ja, was er da vorgeschlagen hat. Der
wollte eben, dass Seiten wie Aave, ja, selbst Pancake oder Uniswap, das sind alles Oberflächen, wo er gesagt hat, die Oberflächen sollten KYC machen. Ja, das heißt, was er wollte, ist einfach, dass jeder Bürger, der überhaupt in die Krypto geht, transparent wird. Ja, und ne, mal überlegen, ob das dazu passt. Und das war's von mir. Eine kurze Einlage zwischen den ganzen kritischen Themen. Mein Name ist Ji, für euch aus dem Outdoor-Studio heute. Ciao, ciao.